heute mal außerhalb von München unterwegs, und zwar ungefähr eine Stunde draußen auf dem Samerberg. Und ich bin hier bei der Veronique Witzigmann. Die hat ein wunderbares Backbuch gemacht. Und zwar heißt das Süßes. Und was süß draufsteht, ist auch süß drin. Ganz viel, ja. Wo sind wir denn hier? Wir sind hier nämlich in einer ziemlich coolen Location. Ja, wir sind hier in unserer Kreativwerkstatt, eine alte Schreinerei, die wir umgebaut haben. Und hier finden wir mal Backkurse statt. Hier werden Kochbücher produziert, das heißt gekocht und fotografiert und alles, was halt mit Süßen zu tun hat. Was dazu gehört. Und wir sind ja nicht nur zum Spaß hier, sondern ein bisschen zum Spaß auch, aber wir backen heute auch was. Und zwar. Backen ist doch Spaß. Und zwar backen wir das, ich musste mich erstmal informieren, wie man es ausspricht, eine Pflaumen-Frangipane-Tarte. Was ist denn das? Das ist ein Mürbeteigboden mit einer feinen Mandelfüllung. Probier mal da die einfache Version heute. Dann würde ich sagen, wir legen los, oder? Ja. Gut, also ich habe schon ein bisschen hier, siehst du, das sind die Zutaten, die wir brauchen. Was haben wir denn? Kannst du es einmal bitte vorstellen? Ich würde es einmal vorstellen, ich fange aber dann direkt an, gell? Okay. Und zwischendurch, darf ich dich so einbauen, ne? Ich mache jetzt alles mit. Ich muss auf jeden Fall was lernen. Also, wir machen erstmal einen Mürbeteigboden. Das heißt Mehl. Das habe ich schon mal gemacht, weil ich mache ab und zu Quiche. Und, ne? Dann machst du aber wahrscheinlich dann mit weniger Zucker dann so, ne? Ja, genau. Ich nehme jetzt hier Puderzucker. Den siebst du nicht durch? Nein, siebe ich nicht durch. Die obligatorische Prise Salz. Mhm. Und dann, ich mag immer gerne. Für mich ist so eine Geheimwaffe. Ich liebe das auch. Zitronenabrieb und Zitronensaft. Ja. Da kann man irgendwie immer viel an Geschmack. Dann machen wir schon den Boden rein. Und dann. Ein ganzes Ei oder trennst du es? Nee, ich trenne es. Und es gibt hier ein Schubs. Habt ihr hier auch Hühner? Wir haben auch hier Hühner. Das ist ein eigenes Huhnei. Also ich habe dann keine eigenen Hühner, aber es gibt hier im Dorf direkt, ein, ich glaube 20 Hühner gehören schon mir so viel Eier wie ich auch. Wahrscheinlich nicht auch eine kleine Investment. Ein anderer ist immer wichtig bei Mürbeteig. Genau, die muss im Kühlschrank sein, ne? Genau, die muss im Kühlschrank sein. So, das war es eigentlich schon. Und dann, normalerweise kannst du das jetzt eigentlich schnell in der Küchenmaschine machen, aber da das jetzt eine kleine Teigmenge ist, machst du so, mache ich das jetzt mal gar nicht in der Küchenmaschine. So, jetzt kneten wir das einfach einmal kurz hier. Ich habe einen kleinen Schnitt gemacht und das liegt nicht daran, dass wir eine Pause machen wollten, sondern weil der Mürbeteig eingekühlt werden musste für ca. 30 bis 40 Minuten. Ab in den Kühlschrank, damit er sich richtig gut ausrollt. Richtig, ne? Genau. Du hast mir jetzt schon schön vorgelernt. Danke. Und das ist eine Silikonmatte, ne? So, ja, eine habe ich lustigerweise auch zu Hause. Also es ist noch ein bisschen professionell, aber mehr. Oh, wow. Aber ja, weißt du, ich zeig dir einen kleinen Trick. Du wolltest ja was lernen. Ja, ne? Bitte. Wo das sind die Stöcke? Ja, zeig ich dir gleich. Das ist so eine gerade eben, damit der die Teig. Gleiche Höhe. Genau. Ja. Und eigentlich ist das ein uralter Trick. Spätestens dann, wenn du Plätzchen backen willst vor Weihnachten, ist das super. Dann hast du deine Butterplätzchen. Alle welche Mühe. Aber ich mag es eigentlich mal ganz gerne, wenn die alle schief und schief sind. Dann weißt du, dass ihr die selber gemacht und nicht gekauft. Okay, dann aber ist das ist schon mal ein Unterschied zwischen uns. Und ich mag es lieber, weil das nicht so ein. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das ist halt. Nochmal. Das ist halt so eine schöne Haptik. Ah, cool, ja. Ich liebe das. Also, du kochst ja gerne für einen Nudelteig oder so, ist das super. Aber schau mal, mehr geht schon fast gar nicht, oder? Auch bisschen. Noch mehr. Voll die Glanzen, du machst das gut. Das ist bestimmt richtig Muckis in den Armen, oder? Nee, leider zu wenig. Aber. Aber das nehme ich gerne als Hörbar. Also, schau mal, wir haben schon was. So, das ist egal, wenn man den Enden so ein bisschen einreißt. Wo denn? Achso, okay, wir machen was anderes. Ich mache jetzt noch was Genaues. Ah, okay. Ja, okay. Ich mache jetzt einmal so. Und ich bin so ein Fan von geraden Ecken. Also gerade Ecken, genau. Ja, du auch, ne? Ja. Von einem geraden Rand. Das heißt, ich roll jetzt das gleich nochmal extra aus und dann machen wir einen geraden Rand noch. Ey, okay, cool. Also, das kann man machen, das muss man aber nicht machen. Ne? Also ich weiß, mal, ich würde es einfach reingeschmissen und dann festgedrückt. Sollen wir es so machen, wie du es machen magst? Nee, ich gucke mir das jetzt hier gerne an. Vielleicht merke ich mir das. So. Weil ich den wieder zusammenknülle. Sehr gerne. So, ich nehme den jetzt einfach so.
du ja auch. Der ist ja, richtig ja, schön. Der passt sich perfekt an, ja, so richtig der samtig. Ne, der ist ja. Weißt du, was das kommt? Haare sind durchgezogen und ich ist jetzt wieder zurück. Ah, okay. Ja. Der verbindet einfach den Teig noch ein bisschen besser, oder? Ein bisschen. Okay. Genau. Und den, das wollen wir jetzt, den mach mal so ein bisschen. Ich muss jetzt mal gucken, dass wir hier noch einen kleinen Strang hinkriegen. Ich habe jetzt gerade von der Veronique eine Gabel in die Hand gedrückt bekommen. Was mache ich jetzt damit? Mach einfach bitte ein Muster in den Boden. Muss es ein schönes sein oder kann ich meinen Aggressionen freien Lauf lassen? Ja, lass mir den Boden noch drin, aber... Ah, also durchstechen darf ich nicht, ja? Nee, durchstechen okay. Darfst du nicht. So? Ja, genau. Mach ruhig richtig ordentlich. Ganz viel? Ganz viel. Genau. Oh. Okay, das hätte ich jetzt zum Beispiel auch nicht so intensiv betrieben. Ich hätte da so ein paar Mal reingepiekst, aber... Reicht. Reicht? Ja, reicht. Was machen wir jetzt? So, normalerweise würde ich den jetzt in den Kühlschrank stellen, solange bis ich meine... Dann machen wir das doch, oder? Fertig habe. Ja, mach das gerne. Ich habe eine weiche Butter. Ich gebe noch ein bisschen Zitronenabrieb dazu. Den du so sehr liebst. Den ich sehr liebe, ja. Ja, ich liebe es aber auch, muss ich sagen. Ich mache das auch eigentlich an alles ran. Aber... Ehrlich gesagt, ich mag auch gerne Orange oder Mandarinen. Zitrusfrüchte, ja, ich auch. Grundsätzlich. Ich mache zum Beispiel auch total gerne, wenn ich Schmorgerichte mache, eine Gremolata. Die besteht ja auch aus Knoblauch, Petersilie und Zitronenabrieb. Das könnte ich auch überall drauf schmeißen. Das ist einfach mega lecker. Ja, das stimmt, da hast du recht. So, okay. Jetzt machen wir das laut. Jetzt können wir uns ein bisschen gut unterhalten. Ich verstehe kein Wort. Hast du mal eine Hand frei? Ich brauche ein ganzes Ei und ein Eigelb. Schaumig geschlagen. Ja. Und was machst du jetzt rein? Jetzt kommt dazu Zucker und so, Vanillezucker. So peu à peu machst du das rein? Ja, also jetzt nicht. Oder jetzt kannst du auch machen. Darf es weiter mischen? Was ist? Nehmen wir einmal aus. Bitte. Wir müssen immer zwischendurch mal ausmachen. Was versteht man nicht? So, jetzt. Was kommt? Ah, ich weiß, das ist das Mandelmehl. Mandelgrieß, genau. Mandelgrieß. Ja. Und was haben wir hier? Zimt? Und hier haben wir ein bisschen Zimt und Stärke. Ah, Stärke ist ja, das. Genau. Sieht aus wie Puderzucker. Nee, also das wäre. Und was für Stärke benutzt du? In dem Fall habe ich jetzt Kartoffelstärke. Okay. Das kannst du mir schon gerne zusammen verrühren, bitte. Die zwei Sachen zusammen? Die zwei Sachen zusammen und ich nehme mir hier schon mal das... Okay, und dann mache ich das auch, damit wir es nicht nochmal ausschalten müssen, mach ich das so langsam aber sicher da rein, ja? Alles? Erstmal mache ich die Eier rein, die du mir hier so vorbildlich getrennt hast. Dann mache ich so und dann kannst du mir das, kannst du mir das reinschütten, okay? Let's do it. Ja, genau. Okay. So. Jetzt. Geht's wieder los? Ja. Wir machen das Ei rein. Ich mache einfach Untertitel da drunter. So, jetzt kannst du es mir dazu geben. Jawohl. Riecht auf jeden Fall gut. Der Mandel ist immer fein, ne? So. Wichtig, oder so ein kleiner Tipp, gell? Butter und die Eier zum gleichen Zeitpunkt raus, dass die Butter schön weich ist. Okay. Wenn du das nicht machst, ist dir vielleicht schon mal passiert, die Eier sind noch kälter als die Butter, dann trennt sich das alles. Genau, und dann wird auch der Kuchen, ich hatte es nämlich neulich, dass der so komische Poren und Blasen hatte, lag es daran? Das könnte damit zu tun haben. Ich sag ja, backen muss mal so lang sein. Du bist halt ein impulsiver Mensch. Ja, voll. Ach, mehr Salz. So, wie schaut's aus? Brauchen wir ein bisschen Aroma? Was denn für ein Aroma? Amaretto? Oh, unbedingt. Unbedingt, ne? Bitteschön. Ja. 2 bis 3 Löffel überlasse davon ich jetzt. Davon hier? Ja, nehmen wir den. Überlasse ich jetzt dir. Vielleicht lieber nicht. Schau mal. Lieber nicht. Schau mal. So, reicht. Okay, ich glaube, das reicht. Entschuldigung. Warte mal, ist super, ja?
Ich glaube, wir haben eine neue. Neu kreiert. Oh, Karte, tut mir leid! Na, so viel war es aber nicht. Es waren ja, drei Löffel. Die waren einfach nicht abgezählt. Ja. Hat schon gepasst. So, okay. Tut mir leid, es kam so rausgeschossen. Der Alkohol verbeckt sich. Am Ende haben wir das Aroma drin. So, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt haben wir ja hier unsere Füllung. Also, diese Frangipane, ne? Das ist so ein Klassiker. Kein Problem. Das ist ein Klassiker, ne? Ja. Und der Original-Frangipane, der wird noch gemacht mit einer Konditorcreme, die untergerührt wird. Ja. Wir machen aber heute die einfache Version. Die einfache Version, gell? Ich habe da jetzt ordentlich Amaretto reingeschüttet, aber passt. Es schmeckt richtig lecker. Ich finde, da ist kein Milliliter zu viel drin gelandet. Also, es ist genau richtig. Was machen wir jetzt? Jetzt brauchen wir noch Frucht. Genau. Ja, pass auf. Die sehen doch hier so toll aus. Ich zeig euch das mal. Die sind nämlich hier so wahnsinnig schön eingeritzt. Und du zeigst mir jetzt, wie das geht, oder? Ja, das ist ganz einfach. Im Grunde genommen... Also traust du mir das jetzt zu mit dem Messer? Probier mal. Einfach einmal rundherum. Und dann drehen. Jawohl. Okay. Siehst du? Sehr schön. Jawohl. Boah, die sehen auch richtig schön aus, ne? Ja. Ah, okay. Siehst du? Jetzt machst du das bitte mit dem Kern. Ich glaube, da werde ich mich... Okay. Ja, dann mach du. Dann und du wie weit? Dann, schau her, ich würde es einfach so machen. Machen wir keine Doppelbauer drauf. Aber schau mal, da kenne ich einen coolen Trick. Ja, zeig mal. Ich lege das einfach auf den Löffel, oder? Dann kommt man nicht ganz durch. Ich meine, okay. Ja, das ist klar. Ich wollte noch sagen, wir haben jetzt Pflaumen. Ja. Aber... Das geht auch mit ganz Marillen, mit Aprikosen, mit allem, oder? Auch mit Apfel? Mit Apfel ist auch super. Oder mit Birne ist auch lecker. Ja, ich liebe also, meine Tochter liebt vor allem Birne. Ja, und du sag mal, was ist jetzt an deinem Koch-App? Warum sag ich mal Kochbuch? Was ist weil denn? Du lieber kochst. Ja, wahrscheinlich. Ja, Backen liegt mir einfach nicht. Was ist denn jetzt an deinem Backbuch, also das Besondere? Was, also klar, du hast es mit sehr viel Liebe gemacht, das habe ich schon gesehen. Aber was ist besonders? Das Besondere daran ist, dass es ist eigentlich wie so eine Bibel ist es geworden, weil es ist ganz viel Theorie beschrieben. Genau, das habe ich nämlich auch gesehen. Also du hast ganz viele Tipps, ganz viele Schritte drin, wie man Sachen machen kann. Also eigentlich was ich bräuchte, weil wenn man gar keine Ahnung hat, kann man da alles lernen, richtig? Du hast da viel Information drin. Genau. Also viele Schritte und oftmals ist es ja so, dass Rezepte sehr, sehr kurz gehalten werden und du gar nicht genau weißt, warum du jetzt dieses oder jenes machen sollst. Ich habe auch Rezepte sehr ausführlich geschrieben und es sind auch richtig krasse Torten drin, habe ich auch schon gesehen. Krasse Torten drin, sind auch einfache Sachen drin, sind aber auch Sachen drin für Leute, die kein Mehl vertragen oder kein Zucker also haben. Also für Allergiker. Wollen. Genau, oder was Veganes ist auch drin. Also es ist echt so ein Buch. Es ist wirklich eine Bibel für alles. Und das kannst eine du Backbibel. Dann, eine Backbibel kannst du dann deiner Tochter weitergeben, weil die wird auch irgendwann anfangen zu backen. Ja, die backt jetzt schon gerne. Ja, also die backt auf jeden Fall lieber noch als ich. Und meine Tochter hat am Montag Geburtstag. Oh. Das heißt, ich muss am Wochenende 30 Muffins backen. Ach du lieber Gott. Wuhu, ich freue mich. So, ich mach mal mit, oder? Sonst, wie viel brauchen wir denn? Alle. So, das ist jetzt hier meine letzte Pflaume. Ich habe es fast bei allen geschafft, sie nicht durchzuschneiden. Eine habe ich, glaube ich, versemmelt. Ja, aber das legen wir ja eh rein, oder? Ja, ja. Die basteln mal wieder zusammen. Du hast gerade mir im Off erzählt, du hast noch Tipps von Experten drin. Was denn zum Beispiel? Ja, wir haben halt Kapitel gemacht mit von einer Müllerin, die einfach schreibt über die verschiedenen Sorten Mehl, was du beachten sollst dabei. Von einem ganz lieben Freund von mir, von einem Chocolatier, der ganz genau erklärt hat, wie man temperiert, wie sich das verhält mit Kuvertüre und so weiter. Und auch von einem lieben Freund von mir über Bindemittel. Okay. Es gibt ja verschiedene Bindemittel für Cremes. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel? Agar-Agar. Okay. Habe ich schon mal gehört. Kannst du auch Marmelade kochen damit, wenn du Zucker selber zusetzt. Ist eine Möglichkeit. Oder Gelees. Gelatine ist das gängigste Klar, Bindemittel. Und da haben wir auch ein Kapitel eben drüber gemacht, also so, dass du richtig Infos auch hast, rumherum noch um. Okay, super. Das sieht so lecker aus und der Amaretto und die Mandeln, es riecht so gut. Mmh. Ja, jetzt verstreichen wir die ganze. So, das war ja im Kühlschrank, ne? Wir haben das kühl gelassen, damit der Teig, was macht? Sich setzt?
Nee, damit der Teig einfach, also wenn ich das jetzt backe und es ist kühl, ja, dann hält der Teig besser seine Form. Wenn ich das jetzt, weißt du, wenn es warm wird und ich fülle jetzt. Und dann geht das mehr auf, oder wie? Ja, dann wird das einfach so, dann wird es so eine weiche Geschichte, es bleibt knackiger. Ah, okay, ja? Cool. So. Das heißt, wenn ich so Butterplatten backe, Butterplätzchen Platten, dann gebe ich die Kekse auch erst immer 10 Minuten in den Tiefkühler und dann erst in den Ofen. Merke ich mir für Weihnachten. Merke ich mal. So, jetzt schau, jetzt streichen wir das hier einfach nur noch mal ein bisschen glatt. Mhm. Wird das dann im Ofen eh noch mal so ein bisschen flüssiger und verteilt sich von selber? Oder eher nicht? Muss man da schon ein bisschen. Du musst schon ein bisschen in die Ecken gehen. Und vor allen Dingen musst du gucken, dass wir gleichmäßig sind. Weil sonst haben wir so. Haben wir so Pflaumenwellen hier im Kuchen. Ja, okay. Ja? Ja, die weltbekannte Pflaumenwelle. Früher haben wir immer Donauwellen gegessen, ja, am Chiemsee. Genau, das wäre dann eine neue Kreation, Variante sozusagen. Okay, also die Mandelcreme ist jetzt drin, du hast die schön glatt gestrichen und jetzt kommen schon die Pflaumen. Die war eigentlich schon fertig. Wow, okay, das ging ja echt schnell. Machen wir das zusammen? Ja. Also außer du hast da sehr präzise Vorstellungen, dann musst du es natürlich allein machen. Nein, ich würde sagen, einfach. Ist da so ein kleiner Abstand dazwischen? Ja, rein? Ich würde sagen, lass uns. Ich mache es erstmal so, dass ich reinstelle und dann schaue. Achso, du noch nicht drückst. Genau, ich drücke noch nicht ganz so dolle zu. Eine kriegen wir noch. Haben wir noch eine kleine? Hast du irgendwie die da vielleicht? Die kann ich auch so ein bisschen schräg machen, warte mal. So. Okay, es ist auf jeden Fall ein lauer Oswald. Der kommt jetzt in den Ofen, das ist fertig, ja? Wir sind fertig. Die Tarte kommt in den Ofen. High five. und bei wie viel Grad? 180 Grad. Wie lange? 40 bis 45 Minuten. Müsst ihr gucken, wenn es so eine ganz leichte goldene Schicht gibt. So, dann mache ich das in den Ofen, dann habe ich nämlich das Gefühl, ich habe es ganz alleine gemacht. So. Den hier, den Ofen. Das sieht auf jeden Fall total lecker aus. Ich finde es auch so schön, dass die Pflaumen sich so ein bisschen geöffnet haben. Sag mal, der ist ja noch ein bisschen warm. Kriegt man von warmen Kuchen Bauchschmerzen oder ist das ein Gerücht? Ich glaube, das ist ein totales Gerücht. Schon, oder? Weil ich bin ja auch jemand, ich esse ja auch den Teig mit Vorliebe, also löffelweise. Bis jetzt habe ich es überlebt. Und warmen Kuchen ist, es gibt doch nichts Besseres, ja, als mit warmen Kuchen. Mit so ein bisschen Schlagoberst, das dann so zerläuft, ja, oder? Ja, herrlich. Lecker. Okay. Also, wir machen ihn auf, ja? Ja. So. Er ist natürlich jetzt schon sehr schön mit deinem lineal gemessenen Rand, ja. Merke ich mir. Ja, vielleicht mal so als andere, wenn du ganz viel Zeit hast, ne, und gar nicht weißt, was du machen sollst. Und was ist das jetzt für ein Expertentool? Sowas habe ich auch nicht. Ja, das ist ein Schieber. Das ist so ein, Tortenretter, nennt sich das. Tortenretter? Ja. Oh ja. Schiebst du einfach hier so drum. Ja, das ist natürlich cool, da fällt dir nichts, gell? Ich habe nämlich immer das Problem mit dem Jonglieren und dann bricht's und... Naja, da machst du dir vorher so viel Mühe und dann hast du erst zwei Teile oder drei. So. Ich kann's kaum erwarten. Riechst du, wie toll der Mürbeteig riecht? Ich riech vor allem, wie viel Amaretto ich da reingekippt habe. Also eindeutig ein gute Laune-Kuchen, auf oder? Auf jeden Fall. Ja. Die Stimmung steigt. Achso, welche Seite? Ja, die gezackte. Würde ich jetzt nehmen. So? Ich will nicht den. Ich will. Nee. Naja, irgendwas müssen wir kaputt machen. Ja. Drück mal rein. Ja, genau, schade. Drücken. Oh nein! Guck, ich kann sowas nicht. Mach du das bitte. Ich muss das machen. Ja. Okay. Das ist ja natürlich auch noch so frisch, gell? Da fällt er dann eher, wenn er ausgekühlt ist, wahrscheinlich einfacher dann zum Schneiden, oder? Wenn er ausgekühlt ist, dann wird er wieder ein bisschen härter. Mhm. Ganz ehrlich, im Magen ist dunkel, ne? Ja. Ich esse das jetzt einfach. Aber wir brauchen noch ein schönes Stück, ne? Lecker. So. So, ein Präsentierstück. Ja, mal gucken, ob wir das hinkriegen, wie ich mir das vorstelle. Na, kommt raus jetzt? Ah, perfekt. Doch, das sieht doch toll aus. Komm, ich zeig es einmal hier in die Kamera. Ein wunderschönes Pflaumen-Frangipane-Tartstück. Wir werden uns das jetzt gleich genehmigen, reinziehen, wollte ich eigentlich sagen. Und ja, super cool, es hat mir mega viel Spaß gemacht. Vielen Dank, vielleicht komme ich jetzt hier mal öfter vorbei, es ist wirklich sehr idyllisch. Und
Ja, ich hoffe, ihr habt Lust, das nachzubacken. Ich merke mir auf jeden Fall die ganzen Tipps, die ich heute mitgenommen habe und werde mich zu Hause auch ein bisschen mehr professionalisieren. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, Laura. Es hat super Spaß gemacht. Mir auch.